Hallo und willkommen zu Frag Lars. Ich bin Dennis Schwarzer und sitze hier zusammen mit Lars Bubach. Hallo Lars. Hallo Dennis. Heute geht es um den Fokusplaner 2022 und wir haben eine Frage vom Andreas bekommen, nämlich hat er im Shop gesehen, dass er die Einlagen für den Fokusplaner 2022 schon kaufen kann und fragt sich, welche Veränderungen es zu 2021 gibt. Sehr gute Frage. Sehr gut beobachtet. Wir waren nämlich dieses Jahr wirklich richtig effizient und schnell und haben wirklich ganz, ganz zeitnah oder auch wirklich lagen voll im Zeitplan, dass wir nämlich die neuen Einlagen ausgerollt haben. Beim letzten Mal waren sie nämlich viel zu spät, 2021. Da sind wir so ins Weihnachtsgeschäft schon fast reingerollt. Gibt sehr, sehr früh zu kaufen. Dazu muss man wissen, den Einband hier vom Fokusplaner, den braucht man ja nur einmal. Und dann gibt es immer dieses Heft-in-Heft-System. Ich kann ja hier diese Hefte tauschen und diese Einlagen, die gibt es jetzt für 2022 zu kaufen. Änderungen gibt es nicht viele. Beim letzten Mal haben wir wirklich viel geändert, weil wir viel Feedback bekommen haben, was wir ändern sollen. Wir haben zum Beispiel mehr Gewohnheiten, die man tracken konnte, auf dem Lesezeichen eingebracht. Wir haben die Wochenreview, die Wochenplanung ein bisschen überarbeitet. Dieses Mal aber so gut wie gar nichts. Ein paar Kleinigkeiten nur, sodass ich sogar überlege, die Videos, die ich auf fokusplaner.de gedreht habe, zur Erklärung, das sind glaube ich weit über 10 Videos, die werde ich gar nicht anpassen müssen, weil wirklich alles sehr, sehr ähnlich geblieben ist. Das Einzige, was natürlich komplett neu ist, sind die Monatsimpulse. Einmal im Monat gibt es ja immer Impulse dazu, worauf man vielleicht diesen Monat mal achten sollte. Die habe ich natürlich komplett neu geschrieben, aber ansonsten sind die Inhalte sehr, sehr ähnlich zum letzten Jahr. Dazu passt die Frage von Franz unter anderem. Mhm. Gibt es denn auch wieder eine digitale Variante? Nein, dieses Jahr gibt es keine digitale Variante. Das hatten wir nur ganz am Anfang mal, hat man die ja rausgebracht. Die konnte man sich kostenlos runterladen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der Fokusplaner funktioniert. Aber digital funktioniert der lange nicht so gut wie handschriftlich analog. Deshalb haben wir uns dann dafür entschieden, es nicht mehr digital zu machen. Es wird auch in Zukunft keine digitale Variante mehr geben. Damit kommen wir zur Frage von Thomas. Eine Sache noch. Zum Beispiel, es ist ja Leporellos sind da drin. Das sind so zusammengefaltete Blätter, wo ich dann Ideenspeicher drin habe, wo ich mein bestes Jahrkalender drin habe. Dann habe ich mein Lesezeichen, wo ich ja meine Jahresziele, meine Monatsziele drauf notiere. Das funktioniert alles nicht in einer digitalen Variante. Das ist manuell, analog, genau. Schöner abbildbar als ja, digital. Ja, genau. Willkommen zur Frage vom Thomas, der setzt auch den Fokusplaner ein, ist auch super happy, tut sich allerdings schwer in seiner Monatsplanung und da insbesondere in der Unterscheidung zwischen Monatsfokus und Monatsziel. Ja. Hast du da das ein oder andere Beispiel, an dem man es ein bisschen greifbarer machen kann? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich auch häufiger gestellt bekomme. Also man kann da unterschiedlich dran gehen. Ich kenne jemanden, und da bin ich gehöre auch zu, dass ich mir den Monatsfokus oftmals irgendwas vornehme, was ich jetzt nicht abhaken kann, wo ich jetzt nicht sagen kann, das ist ein Ziel, wo ich einen Haken dran machen kann. Zum Beispiel geduldiger sein. Mhm. Monatsfokus Geduld. Mhm. Und dann setze ich mir noch meine 3-Monats-Ziele darunter. Man kann aber auch hingehen und sagen, mein Monatsfokus ist irgendeine ganz, ganz wichtige Aufgabe, vielleicht ein Jahresziel, was ich diesen Monat unbedingt angehen will und erledigen will, dann kann ich mir da natürlich auch als Monatsfokus das setzen. Aber es kann auch irgendwas wirklich komplett anderes sein. Ich könnte auch sagen, Monatsfokus ist zum Beispiel Meditation. Ich will endlich mit Meditieren anfangen, ich will das zu einer Gewohnheit machen. Da kann ich sagen, das ist mein Monatsfokus. Das ist jetzt nichts, was ich ja unbedingt abhaken kann, weil das geht ja dann auch weiter. Ne? Aber solche Dinge, dafür ist der Fokus und das ist dann ein Unterschied zu den Zielen, wobei das auch manchmal verschwimmen kann. Aber grundsätzlich sind solche Dinge auch in den Fokus reinzuschreiben. Ne? Würdest du dann sagen, vielleicht so eher softere und härtere Ziele? Also der Fokus ist dann eher so der softere, genau. Das softere Ziel, während das härtere genau. Dann einfach das abhakbare Ziel ist. Genau so. Oder ich will eine Morgenroutine irgendwie installieren. Ne? Oder ich will jetzt wirklich mal mit Sport wieder regelmäßig. Mache ich einen Monatsfokus, sage ich Sport. Diesen Monat ist Sport steht über allem. Ne? Ich will mich wieder regelmäßiger bewegen. Oder ich mache eine besondere Diät vielleicht, also dass ich mich besonders ernähren möchte. Mhm. Sowas sind gute Sachen für den Monatsfokus. Wenn Ziele, das sind natürlich, was weiß ich, kann Auftragseingang sein. Das können auch Dinge sein wie bei mir irgendwie ein Kapitel von einem Buch schreiben oder irgendwas aufnehmen, besonderes Video oder solche Sachen. Wo ich am Ende des Monats einen Haken dran mache und dann ist es vergessen. In der Regel. Schön. Gut. Schön. Für mich ist das beantwortet. Ich hoffe für euch auch. Mhm. Wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Lars, vielen Dank.
Ja, danke dir fürs Vorlesen der Fragen. Danke euch für die Fragen, die ihr stellt. Wenn ihr weitere Fragen an mich oder den Dennis habt, schreibt uns an fraglars@larsbobach.de. Wir freuen uns drauf und ich wünsche dir, lieber Dennis, natürlich und euch auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.